Willkommen bei vereinfacher.de. Heute mit dem Vereins-ABC zum Thema die Kassenprüfung. Ja, die Kassenprüfung im Verein ist ja ein sehr praxisrelevantes Thema. Wir hatten dazu auch kürzlich zwei Anfragen aus unserer Community und das haben wir dann direkt aufgenommen und wollen euch dazu das ein oder andere einmal hier berichten. Zunächst die erste Frage natürlich, brauche ich das überhaupt? Und da ist es tatsächlich so, man braucht keine Kassenprüfung, die ist nicht im BGB, nicht im Vereinsrecht verankert, aber jedenfalls in der Regel ist eine solche Kassenprüfung durchaus empfehlenswert aus unserer Sicht, denn es ist ja ein Stück weit Kontrolle des Vorstands, die da dann stattfindet und Kontrolle ist ja per se schon mal eine gute Sache. Die Vereine haben teilweise Satzungsbestimmungen zu solchen Kassenprüfern und Kassenprüfungen. Wenn es das nicht gibt, ist aber auch nicht weiter schlimm, denn dann kann die Mitgliederversammlung das im Grunde genommen beschließen und quasi eine solche Kassenprüfung anordnen. Wie sieht das praktisch aus und wer macht das eigentlich? In der Regel haben die Vereine einen, meist aber eher zwei Prüfer und die prüfen dann die Kasse. Das ist aber heutzutage nicht, wie man sich das vielleicht noch so vor 50 Jahren vorstellte, dann die Barkasse, sondern das ist in der Regel dann eben auch das Bankkonto. Der Umfang der Prüfung wird letztlich festgelegt durch die Satzung oder durch den Beschluss der Mitgliederversammlung. Das heißt, bei kleineren Vereinen ist es häufig eine, sagen wir mal, überschaubare Prüfung, die sich dann auf die Einnahmen und Ausgaben beschränkt und die entsprechenden Belege und Kontobewegungen. Das Ganze kann aber vor allem auch bei größeren Vereinen natürlich deutlich weiter angelegt sein und eben dann auch bis hin zur Einsichtnahme in Bücher, Schriften, Verträge etc. gehen. Interessant ist vielleicht auch noch, dass natürlich das, was da passiert, ich sagte ja eingangs, das ist Kontrolle, das sollte dann auch münden in einen entsprechenden Prüfbericht der Kassenprüfer. Und der muss nicht zwingend jetzt schriftlich sein, aber bietet sich natürlich an. Und dann sollten der oder die Kassenprüfer das im Rahmen der Mitgliederversammlung auch entsprechend vortragen, auch wenn es vielleicht Kritikpunkte oder Beanstandungen geben sollte. Und letztlich ist natürlich dann auch das, was dort an Informationen im Rahmen dieses Prüfungsberichtes oder im Rahmen dieses Vortrags dann durch die Kassenprüfer erfolgt, ein Stück weit auch die Grundlage für die spätere Entlastung des Vorstandes. Was gibt es sonst noch so an Praxisthemen rund um die Kassenprüfung? Also was immer mal wieder ein Thema ist, und das war auch eine Frage, die wir hier hatten, wie ist das eigentlich, wenn ein Kassenprüfer ausfällt? Da war es nämlich so, da hatte schlicht jetzt ein Verein satzungsmäßig vorgesehen, dass es zwei Prüfer geben soll. Der eine war quasi ausgefallen, der war nicht mehr Vereinsmitglied, hatte kein Interesse mehr an dieser Tätigkeit und war also weggefallen. Und ja, da war es dann eben so, dass nach der Satzung zwei vorhanden sein sollten. Und man kann natürlich jetzt nicht jemanden einfach aus dem Vorstand bestellen, ne? Das macht ja irgendwie keinen Sinn aufgrund dieser Kontrollfunktion. Der Kassenprüfer wird durch die Mitgliederversammlung gewählt. Das heißt, in dem Fall haben wir dann gesagt, okay, man kann das auch mit einem Prüfer machen, aber da wäre unsere Empfehlung für eine Satzungsgestaltung, dass man vielleicht von vornherein vorsieht, dass im Rahmen der Mitgliederversammlung zwei Kassenprüfer gewählt werden, aber zugleich auch zwei Ersatzkassenprüfer, sodass, wenn einer wegfällt, man dann quasi auf den nächsten zurückgreifen kann. Dann war noch ein weiterer Punkt, der an uns mal herangetragen wurde. Ja, wie geht man eigentlich damit um, wenn man feststellt, dass Kassenprüfer jetzt nicht der beliebteste Job im Verein ist und noch dazu eben ja einen gewissen Zeitaufwand mit sich bringt? Da kann man natürlich drüber nachdenken, ob man vielleicht die Ehrenamtspauschale einsetzt für diese Tätigkeit. Und ja, bei der Ehrenamtspauschale, das wisst ihr aus unseren Videos, müsst ihr nur darauf achten, dass das eben auch in der Satzung verankert ist. Und dann könnte man eben dem oder der Kassenprüferin diese Ehrenamtspauschale von derzeit 840 Euro zahlen. Ja, das waren so die Fragen, die wir hier rund um die Kassenprüfung hatten. Wenn ihr dazu noch weitere Fragen habt, dann gern natürlich an uns. Wir würden uns freuen. Und ansonsten sagen wir erstmal für hier und heute Tschüss und bis bald.